Das ist ein Tennisball. Kommen zwei dazu, sind das drei Tennisbälle. Die Aufgabe in der Eignungsprüfung ist nun, diese drei Tennisbälle jonglierend in der Luft zu halten. Und zwar, ich glaube, 2x10 oder 3x5 Sekunden am Stück, je nachdem. Das ist so die Sache, da kommt ihr auf jeden Fall durch, wenn ihr euch vorbereitet, weil das lernt man innerhalb von einer Woche, vielleicht zwei. Wenn ihr jetzt im ersten Moment vielleicht denkt, oh, jonglieren voll schwer und so, ist ja tricky. Lernt ihr so schnell, setzt euch einfach hin, kauft euch drei Tennis, fangt an. Ganz simple Vorübung. Ihr nehmt erstmal zwei Bälle, werft einen rüber, den anderen drunter durch, fangt die wieder. Rüber, drunter durch, kurz bevor die Hand in der Hand ankommt. Andersrum geht es natürlich auch. Ne? Rechtsrum, linksrum, tada. Wenn ihr jetzt drei habt, macht ihr im Grunde genau das gleiche, den hier. Nur, dass wenn der Ball hier wieder ankommt, ihr den auch wieder drunter durchwerft. So ungefähr. Das ist die simpelste Art, drei Bälle zu jonglieren. Und wie ihr seht, kann ich dabei sogar noch die Kamera angucken. So simpel ist das.